Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Tomb Raider in der jetzt hoffentlich, ja nicht hoffentlich, leider letzten Folge. Das Spiel ist mir, by the way, auch wieder abgekackt, während ich nochmal danach geguckt habe, wie dieses Rätsel denn zu lösen gilt. Und ich habe eine Lösung gefunden für dieses Rätsel, aber es ist nicht mehr auf Bann, weil das Spiel wieder abgekackt ist. Wir müssen hier nach oben, wir haben es ja schon so weit nach unten gebracht, dass wir hier, also wir haben es sehr weit nach unten gebracht im Leben. Und wir müssen nämlich hier Folgendes machen, und zwar so einfach. Und es ist mir auch mal wieder nicht so eingefallen irgendwie, ne? Warum auch? Und dann können wir hier so rüber. Den Sprung schaffe ich. Und ich schaffe den Sprung. Und dann befinden wir uns hier. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und Letzte! Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Edgy Badge, du kriegst sie nicht. Sam, ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Ja, wäre ganz gut. Hier haben wir noch ein Buch. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Hm. Also wir haben jetzt hier auch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr, sehr cool. Wir haben auch hier, wie wir sehen, nur noch dieses eine Ding, was wir finden müssen. Und dann haben wir tatsächlich überall 100% geschafft, liebe Leute. Und zudem müssen wir noch ein paar Sachen im Level Up aufleveln. Und wie wir hier sehen werden gleich, vor allem dann auch mit dem letzten Hinweis... Und hier vor allem auch noch so ein Bergungsgutzeugs. Haben wir fast 400 zusammen. Wir brauchen 400 Stück, um das machen zu können, um aufzuleveln. Quasi die letzte Sache. Denn wir wollen ja auch alle Errungenschaften, ja, nicht alle Errungenschaften, aber irgendwie so gucken, dass wir das hoffentlich komplett schaffen, irgendwie alles. Sind wir bei 357. Es wird knapp, es bleibt spannend. Ob wir das schaffen werden, ist noch ein bisschen fraglich. Aber... Kein Zurück mehr. Nach diesem Lager Schnellreisen für Lara nicht mehr möglich. Das heißt, es ist unsere letzte Chance, hier irgendwas zu machen. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Periode. Und das heißt für uns, wir sitzen hier gerade mit, etwas zu wenig, glaube ich. Ich schaue mal kurz nach, wie es aussieht. Wir haben einen Fähigkeitspunkt, den wir noch verteilen können. Und wie wir sehen, haben wir hier 8 von 8. Hier haben wir 7 von 7. Dementsprechend machen wir hier jetzt noch 9 von 9. Und haben mit dem, was wir geschafft haben, quasi alles geschafft. Aber, was wir auch noch sehen werden, haben wir eine Errungenschaft dafür bekommen. Nur mal so, by the way. Fehlt uns hier... bei der Handfeuerwaffe noch ein Upgrade, dieses hier, und dafür brauchen wir 400, wir haben nur 357, was heißt es für uns? Wir werden nochmal eben ganz kurz schnell reisen, und zwar hier unten hin in eins der allerersten Lager, vielleicht auch nochmal ein schöner Moment, jetzt so kurz vor dem Ende, vor dem Grand Finale nochmal zurückzublicken, mehr oder weniger, und unsere jetzt quasi zuletzt erworbene Fähigkeit
nochmal dementsprechend einzusetzen, denn wir können die jetzt einsetzen, und zwar können wir die Rehe töten und bekommen dadurch eben auch Bergungsgut. Das findet auch der Dom gut. Und dazu müssen wir die Rehe auch mal lokalisieren. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich das vielleicht offscreen machen werde, aber habe mich ja doch dagegen entschieden, weil ich dachte, komm, wenn dann mich als letzte bisschen auch noch mit euch teilen. Und ich meine, hier wären wir doch da gewesen. Wir nehmen mal die andere Waffe hier, weil ich glaube, wir müssen nicht zwingend irgendwie. Da ist ein Reh. Ist ein Kaninchen hier unten. Wir haben einen Schalldämpfer auswählen und Kaninchen töten. Und müssten jetzt normalerweise auch hier, ne, Sachen bekommen. Da ist ein Reh gewesen. Und noch mehr Kaninchen. Es tut mir auch voll leid für die Kaninchen jetzt gerade irgendwie. Aber wir brauchen alles eben. Und so ist doch der Kreis auch wieder wunderbar geschlossen, indem wir jetzt mit der letzten erworbenen Fähigkeit nochmal, ja, unsere letzte Möglichkeit einfach finden, um dies perfekt zu beenden quasi, um alles abzurunden. Ich finde ja einfach, da ist ein Häschen. Kaninchen, Häschen, Sweetheart. Da hinten ist ein Reh, das holen wir uns mal eben kurz. So, ja, natürlich auch schade, dass wir jetzt nochmal hier irgendwie ankommen und, ja, Tiere töten. Haben wir eigentlich sehr gut auch ohne geschafft, aber nochmal gegen Ende wird eben auch klar. Guck mal, wir haben es 401, perfekt, dann kommen wir mit einem zurück. Das ist doch auch schön, oder? Ist doch auch schön. So, jetzt haben wir uns gedacht, wir haben ein neues Upgrade und bekommen dafür hoffentlich auch eine Errungenschaft. Und somit haben wir quasi gewährleistet, wirklich 100% zu schaffen. Wir werden das eben aktivieren, Handfeuerwaffe, und nehmen eben dieses hier. Und auch hier bekommen wir eine Errungenschaft, der Profi heißt diese. Haben jetzt noch ein Ding hier übrig und gehen jetzt nochmal zum letzten Ort. Und jetzt kommt das Grand Finale. Wir haben 100% Tomb Raider geschafft. Wir haben alles, was wir finden können, gefunden. Vielleicht das ein oder andere Secret oder die ein oder andere Errungenschaft haben wir vielleicht nicht zwingend gefunden, aber ansonsten haben wir alles gefunden und ich wünsche euch viel Spaß und mir natürlich auch. Wir begeben uns jetzt zum letzten, ja, den letzten Pfad. Aber keine Ahnung, wie lange das Ganze jetzt hier noch dauern wird. Kann auch sein, dass es irgendwie noch 5 Stunden dauert, das Grand Finale. Bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich denke mal, es wird schon relativ zeitnah vorbei sein. Wir gehen ja mal seitlich schön rein, weil das so schön auch von der Kamerafahrt zusammenpasst. Und haben wir noch ein paar Sachen, wenn wir noch ein bisschen Bergungsgut finden. Ah ne, EP noch. Aber EP brauchen wir nicht mehr. Hier oben ran können wir das, ja komm, vielleicht damit lieber. Und dann gehen wir da mal nach oben. Halten uns daran fest und gerade bin ich ein bisschen überfragt, okay, wir müssen da seitlich weiterlaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich auf die ganzen Kommentare eingehen können, weil ich es quasi von Folge 37 bis jetzt 50 alles mehr oder weniger an 2 Abenden aufgenommen habe, weil ich einfach mega Bock auf dieses ganze Projekt nochmal hatte. Dementsprechend sorry, dass ich da jetzt irgendwie nicht mehr auf eure Kommentare eingehen werde, aber ich denke mal, es werden noch ein paar mehr Kommentare gekommen sein. Irgendwie. Und am Ende dieses Let's Plays werde ich noch mal ein paar Worte dann sagen, als finales Schlusswort, wie es denn weitergehen wird mit dem Allen hier. Hier waren wir auch schon mal in der, so in der Art, so, in sowas in der Art waren wir auch schon mal, ne?
Was müssen wir kaputt machen? Ich weiß noch nicht ganz genau. Vielleicht irgendwo da was mit der Flagge, aber eher auch nicht so. Ah, doch das hier. Durch diese Wucht, die wir hier haben, konnte man das einfach so aufmachen hier. Und alle stürzt zusammen. Das wirkt so eins wie der allerersten Gräber. Ich glaube, es war sogar eins der... Das zweite Grab war es, glaube ich, oder so. So wirkt es gerade so zumindest ein bisschen. Wo müssen wir denn hier hin? Hallo? Wo muss ich denn hier hin? Ach so, da oben. Da, mich daran festhalten. Krass, okay. Oh nein! Festhalten! Ja, war jetzt nicht allzu schwer, weil sie alles automatisch gemacht hat. Okay. Darüber können wir jetzt nicht, oder? Wir müssen schon von hier dann darüber springen, oder? Ja. Ja, sie hat wieder mal ein bisschen Luft bekommen von irgendwas. Oh lol. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Also das Fliegen ist so ein bisschen unrealistisch gehalten, so ob Anne fliegt sie ein bisschen länger. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Auch auf einmal ist sie wieder nett drauf, oder wie? Ja, natürlich. Ich kann auch schon ihre Meinung ändern. Typisch Frau halt, ne? So, hier nach oben. Alter, ich hatte gerade, ich mache irgendeinen Fehler, aber alles richtig gemacht. Nochmal, jetzt nochmal gegen Ende nochmal die ganzen Klettereinlagen, die wir irgendwie... Die hätte ich mir auch ein bisschen früher gewünscht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir schon irgendwie früher gewünscht, so ein paar von diesen Einlagen hier. Und ja, aber ansonsten... Weil ich ja gerade auch mal so die alten Folgen nochmal gucke von Tomb Raider... Ah, da oben hin. Von Tomb Raider 1 bis 3 und 4... Ist natürlich doch was anderes. Damals war es alles noch sehr viel mehr Adventure. Man musste noch sehr viel mehr überlegen, wo kann man lang gehen. Und hier, das ist natürlich so, dass man hier nicht diese Blöcke hat, die man bei Tomb Raider damals noch hatte, wo man dann sagen konnte, okay, du musst da und da lang, ich weiß, wie weit ich springen kann und so. Wir müssen uns nach unten fallen lassen, glaube ich, oder? Ja, richtig, richtig knapp. Aber geschafft. Also so ein paar mehr Knobeleinlagen. Außer diese Grabrätsel ist mir schon gewünscht von Tomb Raider. Aber gut, Spiele entwickeln sich natürlich auch noch weiter. Okay, hier ist nochmal eine, ein Lager ist hier nochmal. Da können wir nochmal uns hinsetzen, können aber nichts mehr großartig machen. Uns fehlt aber auch noch eine Sache. Und zwar ein Lager fehlt uns noch, wo sie irgendwie redet, ne? Das fehlt uns noch. Vielleicht gibt's das mehr oder weniger. Also Laras Tagebuch ist es ja im Endeffekt. Vielleicht gibt es auch nochmal gegen Ende, zum Schluss als letztes Fazit oder so. Muss ja nicht immer an den Dingens, muss man ja nicht zwingend immer die Tagebücher-Sachen finden an den Lager. Und vielleicht auch so als Ende, als Fazit, kann ja auch sein. Aber das ist doch hier eine gewaltige Einlage jetzt, ne? Das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Nein! Nein! Alter, es war richtig knapp. Na komm, ich war doch schon hier oben. Lara! Dankeschön. Ich muss nochmal hier irgendwie... Ja, ich wollte da ein bisschen zu viel auf jeden Fall. Aber ist natürlich so, kommt man schon schneller nach oben auf jeden Fall auch. Wir können hier aber quasi auch einfach drei, vier Stunden stehen, ohne dass irgendwas passieren würde. Also eigentlich ist es gar nicht so zeitgebunden, das Ganze hier. Um euch mal die Illusion zu nehmen, leider. Was, du warst hier so? Und den Weihnachtsmann gibt es übrigens auch nicht. Was? Und es ist einfach mega laut gerade. Das ist auch noch so eine Sache. So, wir sind oben angekommen, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Töte ihn doch einfach. Ja, dann mal los. Und es riecht nach einem krassen Finale irgendwie. Na, ich kann nicht schneller laufen als so.
Gut, wunderbar. Da sind noch ein paar Gegner gerade, die hier alle kommen. Weiter mir gerade einer? Nee, ne? Ach, hier oben war, glaube ich, noch irgendwer. Ah, ne, da hinten war irgendwer. Kurz nochmal weg. So, ist er tot? Er ist tot. Da oben kommen noch weitere jetzt gerade. Es kommen ja nochmal richtig viele auch. Natürlich. Oh, weg da. Mal kurz das hier vielleicht mal eben kaputt machen. Den können wir auch nochmal eben töten, hoffentlich. Und den können wir natürlich wunderbar ausweichen. Oh, nicht ganz geschafft. Komm, nochmal bitte. Ah, wieder nicht geschafft. Ohne Spaß. Es nervt schon fast ein bisschen. Jetzt aber. Perfekt. Jetzt können wir ihn finishen. Doch nicht. Oh, schade. Oh, ein bisschen gepennt gerade. Und jetzt aber. Perfekt. Können ihn finishen. Haben Exklusions-Skill-Kill dazu bekommen. Und hier war da irgendwo noch wer, oder? Wo bist denn du hin? Alle tot, oder was? Scheint so. Da können wir nicht hin. Ah, lol. Was für ein Glück, liebe Leute. Was für ein Glück. Das kam jetzt natürlich unerwartet, so etwas. Ah, weiter geht's hier lang. Da gibt's nochmal ein paar Barrikaden. Sprich, also auch ein paar Gegner. Nicht wirklich. Ja, doch, ein paar gibt's hier dann doch. Na, hallöchen. Wir treffen mittlerweile, treffen wir aber auch wieder ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Wir haben auch mal schlechter getroffen. Da kommen noch mehr nach oben gerade. Aber auch nichts verstellt oder so. Wir treffen mittlerweile doch echt wieder relativ gut das Ganze so. Mal eben hier das kaputt machen. Und dann den Typen doch nochmal finishen. Schaffen wir aber nicht zu finishen. Oh, das war natürlich ein bisschen doof für euch, liebe Leute. Gerade. Können wir noch ein paar Dinger mitnehmen vielleicht? Dankeschön. Ja gut, da kommen noch welche von diesen hier. Ist jetzt nicht so das Problem, die hier irgendwie zu besiegen, glaube ich. Wird, glaube ich, relativ leicht. Wir können den jetzt finishen, können wir nicht. Ja, haben wir den doch irgendwie doch noch bekommen. Am Fuß getroffen, aber trotzdem gut gefinisht. Na, komm schon. Komm schon, stirb halt. Ist er tot? Er ist tot. Wunderbar. Müssen wir dann zwingend wieder da nach oben oder können wir hier auch weiterlaufen? Wir müssen hier irgendwo nach oben, oder? Vielleicht nach da? Warum nicht? Drüber hier! Nein! Halt ich daran fest! Nice! Aber gerade dieses Finale ist schon echt sehr, sehr spannend. Ist einem Finale auf jeden Fall würdig. Ich kann wieder nicht laufen, außer so ganz langsam. Warum auch immer. Oh ja, wie toll. Endgegner oder was? Ja, gut. Wahrscheinlich von hinten irgendwo drauf. Genau, das macht eigentlich Sinn, dass man natürlich so ausweicht oder so und dann von hinten irgendwo draufhauen muss. Das macht am meisten Sinn. Oh, was? Ich habe aus Versehen was Falsches gemacht. Oh Gott. Jetzt noch einmal. So, Y. Wunderbar. Ist er jetzt down? Das wäre ein bisschen zu schnell gewesen, wäre jetzt down. Nicht dein Ernst. Ja, natürlich seid ihr alle. Macht ihr jetzt Team oder wie? Oh, das ist aber auch schön hier. Wie sie alle Team machen.
Aber ist mir egal. Ich will ihn bekommen. Ja, schieß da hinten drauf. Schade. Nicht so ganz geschafft. Alter Vater, ey. Das ist schon ein bisschen... Komm schon. Noch einmal hinten drauf zielen. Perfekt. Jetzt. Noch immer nicht ganz down. Vielleicht können wir nochmal die Waffe ein bisschen benutzen hier. Zum Schießen. Oh Gott. Alle down soweit. Ja, eine Uhr. Nochmal eben weg hier. Und Uhr. So, jetzt nochmal hier relativ safe rankommen an das Ganze. Und dann hinten drauf knallen. Ja, wir können ihn finishen wieder einmal. Nein! Oh, da kam das Ding zu spät. Komm noch einmal und jetzt nochmal finishen. Und jetzt warten wir richtig ab, bis es kommt. Jetzt aber. Aber wir können ihn ganz erledigen. Hammergeil. Ja, haben wir relativ easy geschafft, um ehrlich zu sein, oder? War jetzt nicht allzu schwer. Noch mal kurz hier ein paar Sachen einsammeln. Vom Großen vielleicht auch hier. Ach, der ist mittlerweile wieder einfach so weg. Ne, da ist er doch drin. Guck mal hier. Und da hören wir auch hier Sam auch schon schreien gerade mal wieder. Und dann gehen wir hier zum, ja, zur Mitte. Zum Auge, zum Herzen von all dem. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, einfach weil ich es auch ein bisschen genieße gerade so. Nice. Und jetzt schütte ihn doch. Endlich ist der Wichser tot, ohne Spaß. Und da auch zum allerersten Mal mit zwei Waffen, ja, was ja natürlich damals in Tomb Raider 1 bis 4 üblich war, dass sie zwei Waffen hat. Hat man das hier zum allerersten Mal am Ende dieses, ja, dieses Spiels. Genau auf Lara und Sam, so wie es sein muss in einem epischen Finale. Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Hey,
Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Und das war der letzte Tagebucheintrag. Jeden Stein umdrehen, Achievement haben wir gerade bekommen. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben, aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Sie geht nicht nach Hause. Sie geht zu mir. A Survivor is born. Lara ist geboren, die alte Lara Croft aus Tomb Raider 1, mehr oder weniger. Ist geboren und ja, wir haben sehr, sehr genossen auf jeden Fall. Und was wir jetzt abschließend sagen können, ich glaube, wir haben einen Tagebucheintrag nicht gefunden, geholt. Ist das so? Ich bin mir nicht ganz genau sicher, aber ich glaube, irgendwas fehlt da jetzt noch. Wir hatten nämlich irgendwann mal ein Lager, wo wir nicht rastiert haben. Rastiert ist es ein Wort bestimmt. Und das könnte vielleicht irgendwie dazu geführt haben, dass wir das jetzt nicht haben. Ist das so? Keine Ahnung. Aber dennoch würde ich sagen, 100% sind trotzdem geschafft. Wir haben soweit alles geholt, was eben geht. Hätten vielleicht nur ein Tagebucheintrag nicht. Keine Ahnung. Ist ein bisschen schade dann darum. Aber ansonsten hat mir das Spiel super, super großen Spaß gemacht. Ich hatte da wirklich sehr große Lust dran. Also meistens, wenn ich aufgenommen habe, habe ich nicht mehr geschafft, irgendwie davon loszukommen. Dann irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8 Folgen oder wie auch eben jetzt 12 Folgen vorproduziert. Hatte ich so auch noch bei keinem Spiel, was nicht Minecraft war, dass ich so lange auch Bock darauf hatte. Meistens immer so eine Folge aufgenommen, 2 Folgen. Aber das war schon enorm. Und ich würde sagen, das nächste Spiel kommt auf jeden Fall. Ich werde da noch mal ein extra Video rausbringen dazu, was denn für euch in Frage kommen würde und für mich eben auch. Und ich bedanke mich an alle, die dabei waren. Okay, an alle, die zugeschaut haben. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann würde ich sagen, geht es bald weiter mit dem nächsten Projekt, was nicht Minecraft bedeutet. Hier im Bett ein bisschen Pause jetzt machen. Aber irgendwann wird es weitergehen. Und dann können wir uns wieder in ein neues Abenteuer starten. Mit welcher Hauptfigur auch immer. Eine wird es dann letztendlich sein wahrscheinlich. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen Sie es gut. Hauen Sie rein. Und euch noch, eine schöne Zeit. Und ich muss sagen, ich fand's echt cooler Spiel. Also ein paar Sachen haben mir nicht gefallen. So gerade so verschiedene Bugs und die Fluganimation ab und an. Aber ansonsten Gameplay, Story, technisch war das eigentlich doch alles astrein. Und dementsprechend kann ich ja eigentlich nur sagen, dass ich im Großen und Ganzen mit dem Spiel doch sehr zufrieden war. Man kann über die kleinen Fehlerchen hinwegsehen, aber hätten auch nicht zwingend passieren müssen. Für so ein relativ neues Spiel hat man da schon ein bisschen was, ich sag mal, realistischeres erwarten können in Sache Flugengine und so. Aber gut, es ist quasi auf hohem Level quasi kritisieren. Und warum ich immer noch weiterrede, ist eigentlich nur, warum ich dieses Video, oder weil ich das Video einfach auf 30 Minuten genau bringen möchte. Das wäre so eine Sache, die ich noch ganz cool finden würde. Abspann auch gut an die ganzen Leute, die sind mir die gewidmet, wappnet den ganzen Leuten. Schön, dass du dabei warst, Michael Poon und Steven Patterson und so. Hab eine gute Arbeit gemacht und in diesem Sinne, guck mal, Facility Manager. Würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Projekt wieder oder eben auch morgen bei einem weiteren Video. Das ist ja auch noch, dann kommt ja noch viel an Zeug. Und denke mal auch noch, FIFA wird jetzt auch mal ein bisschen häufiger kommen und so. Hauen Sie rein, 30 Minuten bringen wir voll. Bis dann, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen, tschüssi.